there, Internetland. I guess all of us already got lost in the 2D world. I did. A big thank you to all those front-end and infrastructure wizards and witches. Herald News Show is here to help you at least to navigate through the far plan. So what it is happening starting from 3 o'clock p.m. on RC1, Frederica Otto will talk about the weather effects human-made climate change does produce. On RC2, Aliza Assange is diving into the research of Qualcomm DIAC protocol and what there is to know about it. As everything has been happening remote this year, Jugendhackt also had to go remote. Daniel and Nina will talk about what changed and what they learned so far at the Wikipacker stage at 3:40. At Chaos Studio Hamburg, Lukas Fuchsgruber will discuss why digitized museums can be a problem. And now let's talk about another support framework that has been established at C3 events. C3 Orti has been active for some years now to support neurodivergent creatures. Breaking news! As you might have noticed, service in our 2D world was rather bumpy yesterday. Infrastructure has been working hard to iron out most problems, but some still exist. If you need information on the status of all RC3 services, please visit status.c3events.de. Please do not file any more bugs, especially if they are already ticketed. The infrastructure angels already know most of the bugs and they will fix them accordingly. So go to status.c3events.de if you want information. Thank you very much. Let's reach out to a pro in this topic, Peter Lars, who is going to tell us what C3 Audi is up to at RC3. This interview is in German, so please look out for a translation now. Hi, und hier sind wir wieder mal mit Deutsch unterwegs. Heute ist Peter Lars zu uns gekommen. Ja, servus Peter Lars. Peter Lars ist vom Team C3 Audi. Was denn das? Wir sind ein Team, das vorwiegend aus autistischen Wesen besteht. Und das aber auch quasi für alle Kreaturen dieses Cyberversums da ist und verschiedene Angebote schafft, die eben vor allem an den Interessen von autistischen Wesen orientiert sind. Ja, wenn ich das mit dem Autismus richtig verstanden habe, dann haben Autisten Schwierigkeiten, Dinge zu erkennen, die für andere selbstverständlich sind, vor allem im emotionellen Bereich. Das richtig so formuliert. Die Sache ist die, ich halte tatsächlich auf dieser Konferenz einen Talk über Autismusrepräsentation in Medien und tatsächlich gibt es sehr viele schwierige Bilder und Vorurteile über autistische Menschen und das Wichtigste, was halt die Leute mitnehmen sollten, zum einen autistische Menschen sind einfach nur anders. Und es gibt auch sehr viele Sachen, die neurotypische Menschen überhaupt nicht auf die Reihe kriegen, die für autistische Wesen eben sehr offensichtlich sind. Und Schwierigkeiten, also viele der Schwierigkeiten von autistischen Wesen hängen halt einfach damit zusammen, dass wir irgendwie in einer Welt leben, die halt größtenteils geschaffen ist, für Kreaturen, die eben ein bisschen anders ticken und ein bisschen anders fühlen als wir. Und ja, deswegen wollen wir quasi ein bisschen Angebote machen, C3 Audi, die quasi vorwiegend für autistische Wesen sind. Aber natürlich sind auch alle anderen bei uns willkommen. Die C3 Audi fallen mir zumindest bislang in Hamburg und in Leipzig hauptsächlich dadurch auf, dass sie immer Ruheräume schaffen, was ich sehr schätze und sehr leibend finde, um es einmal österreichisch auszudrücken, weil muss Fluchträume geben. Durch manchmal ist es so, dass ich auch nicht weiß, wohin, und dann schätze ich sehr eure Ruheräume. Wie ist das jetzt mit dem RC3? Da brauchen wir ja keinen Ruheraum, da kann ich den Kasten ja abdrehen. Oder wie? Aber tatsächlich dieses Jahr machen wir mehr als nur quasi die Räume für gemütliches, ruhiges Socializing, sondern wir bieten auch Workshops und Sessions an für verschiedene Leute über autistische Erfahrungen. Die richten sich teilweise an Eltern von autistischen Kindern oder auch an Helfende im Bereich Medizin und Psychologie, die eben häufig
das Thema Autismus überhaupt nicht im Studium haben. Und aber eben auch vor allem an autistische Wesen, die ja mit bestimmten Aspekten ihres Lebens vielleicht nicht so gut klarkommen und da mal mit anderen autistischen Wesen drüber reden wollen. Und deswegen empfehle ich euch sehr mal im Fahrplan nach den Sessions von Citra Audi zu gucken. Und da werdet ihr hoffentlich tolle Dinge finden, die euch interessieren und wo ihr denn vorbeikommen könnt. Okay, Peter Lars, ganz, ganz, ganz viel super Danke. Thank you, André and Peter Lars. We really appreciate the work of C3Orty. And if you want to find out more, visit the C3Orty Assembly. We will be back with another show in an hour. In the meantime, don't forget to be excellent to each other, and the 6-2-1 rule is still valid remote, plus 10 minutes of fresh air every day.